Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Heute haben wir drei Besprechungen für euch und zwar erstmal fangen wir an mit dem Dokumentationsfilm Sundance-Gewinner 2020. Boys Stay, 1100 junge Männer, die sich in einer Art Planspiel als Governor wählen lassen wollen und es scheint unglaublich unterhaltsam zu sein, ist natürlich jetzt unter den Umständen der Kapitolstürmung letzte Woche vielleicht ein bisschen anders. Jetzt ist die Aufnahme auch davor entstanden und da konnten Paul und Sven noch nicht wissen, ja, dass da Riots in Washington unterwegs sein würden. Nichtsdestotrotz, sicher eine schöne Besprechung geworden, hört da mal rein. Zweite Besprechung, wieder was zu fluchen. Und zwar geht's um die Netflix-Miniserie. Die Geschichte der Schimpfwörter. Nicolas Cage als Host bringt uns die Geschichte einiger englischsprachiger Schimpfwörter näher. Entstehungsgeschichte etc. Paul und Stu sind unsere Experten dafür und erzählen euch, was sie von der Miniserie halten. Und dann zu guter Letzt ein Film, der mir gar nichts sagt, denn es scheint ein Film zu sein, in dem viel geschossen wird. The Mercenary, der Söldner. Sam und Adrian haben sich den Film für uns angesehen und geben Bescheid, ob man sich den angucken soll. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei der Besprechung und natürlich freuen wir uns auch über Kommentare und Likes. Bis denn! Ladies and Gentlemen, bitte erheben Sie sich für die amerikanische Nationalhymne. Dö, 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 dö. Und jetzt alle. Dö, 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 Kasachstan dö, dö, dö. Ist der greatest. Ich kenne leider nur die Version aus Borat. Ich kenne den Originaltext nicht. Naja, egal. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Besprechung hier beim Telestammtisch. Wir sind zurück im neuen Jahr mit einer Besprechung. Wir, das sind Sven. Hallo. Und ich, der Paul. Und wir haben uns gemeinsam Boys State angesehen. Eine Dokumentation, die auf Apple TV Plus läuft und die da schon seit dem 14. August 2020 zumindest auf Apple TV Deutschland verfügbar ist. Die geht 1 Stunde 49 Minuten, ist von Amanda McBain und Jesse Moss und kommt aus den USA. Und um was es geht, das verrät euch jetzt der Sven. Also, jedes Jahr begeben sich rund 1200 junge männliche Texaner in eine, ja, in eine einwöchige politische in ein Politik-Simulationscamp sozusagen. Sie werden in zwei Lager aufgeteilt, in die Nationalists und die Federals. Diese beiden haben außer einer, also sie haben keine Plattform, sondern diese Plattform und die Themen erarbeiten die Jugendlichen selber. Die stellen dann einen sogenannten Chairman, also einen Vorsitzenden. Und Ziel der ganzen Chose ist es, mit seiner Partei in dem Fall einen Governor zu stellen und natürlich auch diesen Posten für seine Partei zu gewinnen. Ja, das gibt es. Also dieses Programm läuft seit 1935. Also 35 wurde es gegründet, um einer Young Pioneers, um dem Young Pioneers Camp entgegenzuwirken, das eher so auf die sozialistische Schiene lief und man damals gedacht hat, ja, nee, das können wir nicht machen, unsere Kinder werden da verdorben, wir brauchen dann halt auch was richtig krass Amerikanisches. Und daraufhin wurde das gegründet, gehalten wird es von Veteranen und auch finanziert. Und ja, es ist sehr beliebt und begehrt. Oh ja, und für die, auch für den einen oder anderen sogar als Plattform dann tatsächlich, also wer später auch in die amerikanische Politik einsteigen will, das ist wohl auch eine gute Plattform dafür. Genau, also Clinton war wohl auch Chairman und
Cheney war auch in dem Camp, so viel ich gelesen habe. Also waren bestimmt noch einige mehr, aber das sind so die bekanntesten. Was sagst du denn erstmal allgemein zu diesem Politikexperiment? Weil ich bin so ein bisschen durch Apple TV Plus gescrollt und dann bin ich da irgendwie so hängen geblieben, weil ich überlege halt, gut, was kann man denn hier jetzt noch gucken? Und dann bin ich darauf gestoßen und habe erst gedacht, ja, okay, das ist jetzt so ein Experiment halt, wo die mal so ein bisschen Politik spielen, aber es wirkt dann doch schon um einiges ernster, oder? Ja, es ist so, dass ich ja fast genötigt wurde, mir das anzuschauen. Nein, Quatsch. Ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte, das sieht sehr interessant aus. Ah, ja, okay, das gucke ich mal an. Zum Grundding finde ich, dass es keine schlechte Grundidee ist, das Ganze so zu inszenieren, um einfach auch der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken. Also so für uns, also ich rede jetzt mal von Deutschland, weil dort ist es ja nochmal eine ganz andere Schiene. Mhm. Entschuldigung, aber die anfängliche Begeisterung schlägt dann, also ist da bei mir wirklich auch teilweise in Entsetzen umgeschlagen, wo ich gedacht habe, das ist jetzt nicht euren Ernst. Aber wie gesagt, die Grundidee finde ich gut, einfach um zu zeigen, so funktioniert das System. Aber was dann halt auch wirklich zutage kommt, hat mir schon etwas Angst gemacht. Ja, du sprichst da was Interessantes an. Dieses Gefühl, was ich die ganze Zeit während dieser Dokumentation hatte, war so ein ganz, ja schon unangenehmes oder so ein ganz, okay, was soll ich jetzt davon halten? Was geht hier gerade vor sich? Ich sag mal kurz vorneweg, ich finde die Dokumentation an sich, wie sie aufgebaut ist, wie sie inszeniert ist und alles drum und dran, auch meinetwegen von der Musik her, vom Schnitt, finde ich sie sehr packend. Also ich war da wirklich die ganze Zeit dran und habe am Ende auch gehofft und gebangt. Und aber was inhaltlich dort übermittelt, beziehungsweise was dem Zuschauer gezeigt wird, das schlägt schon das ein oder andere Mal in die Magengrube und zeigt auch, uff, denn das hat gar nicht so viel Unterschied zu dem, was tatsächlich in der Welt oder in der großen amerikanischen Politik vor sich geht. Und da muss man nicht mal groß in der amerikanischen Politik drin stecken, denn da zeichnen sich ja erschreckende Parallelen auch so schon ab. Mhm. Das stimmt, ja. Ja, wie kann ich es beschreiben? Ja, doch, die ganze Stimmung ist, das steigert sich so. Am Anfang denkst du noch, ach ja, die Jungs, ne, ja, hocken halt zusammen, teilen sich das, sind auch alle begeistert, sind auch alle, also die meisten, oder naja, nicht die meisten, ein paar sind wirklich auch sehr, also wirklich sehr redegewandt, wo man denkt, ah, in dem Alter, Respekt, also das, in dem Alter wäre bei mir höchstens Alter rausgekommen, aber nicht das, was die da rhetorisch teilweise abziehen, das ist schon beeindruckend, aber ja, diese Stimmung heizt sich immer mehr auf und irgendwann finde ich, verschwimmen wirklich so diese Grenzen. Also die nehmen das so dermaßen ernst, es wird zumindest in der Dokumentation so gezeigt. Ich weiß nicht, ob sich da die Rollen dann auch nochmal verändern, wenn die Kamera aus ist oder es halt auch, dass es dann einfach nur Jungs sind, die in Anführungsstrichen halt dieses Spiel spielen. Aber in der Dokumentation kommt es nicht so rüber, sondern die sind da wirklich Feuer und Flamme, was ja super ist, aber es geht schon teilweise wirklich ins Fanatische über. Oh ja. Und vor allen Dingen, man muss sich überlegen, das Ganze findet innerhalb von einer Woche statt. Das habe ich auch irgendwie überhaupt nicht. Also für mich hat es wirklich, das hat sich fast wie so ein Wahlkampfmonat oder so, also wirklich angefühlt. Aber es sind eine Woche, also 7 Tage, in denen sie dort, also Kandidaten gefunden, Wahlkampf geführt und so weiter. Und das dann auch gewählt haben, also boah. Also es ist ein Hardcore-Programm, was die da ableisten. Das auf jeden Fall. Was ich halt auch sehr, also was ich wirklich auch fragwürdig finde, ist, klar, natürlich wird es von den Veteranen gesponsert und auch getragen und dass dann halt auch ein gewisser militärischer Flow da herrscht. Aber definitiv. Das, und das kommt ja auch immer wieder. Also du hast ganz oft so Trommeln und so Märsche. Ja, das mit ihren. Überall auf dem ganzen Gelände, wenn dann dort jemand spielt oder auch die Schnitte sind so richtig so im Gleichschritt oder so. Also ja, das, ja. Ja, es fängt ja schon an mit ihrer, in Anführungsstrichen, Uniform, die ja
ein T-Shirt beinhaltet, wo halt draufsteht, dass sie halt an diesem Boys Date teilnehmen. Das hat jeder an. Und halt auch die passenden Höschen dazu. Also es ist schon eine, wenn man es, also ja doch, es ist schon Uniform. Und ich weiß halt auch nicht, was ein morgendlicher und abendlicher Gewaltmarsch mit Fähnlein, ja, das sieht aus wie Militärkadettenschule. Ich meine, viele haben ja auch einen militärischen Background, das kriegst du ja auch mit. Mhm, ja, auch schon dieses Auswahlverfahren ist ja schon. Ja, ja. Also das ist ja auch schon wie, also es ist nicht so, schickst du da so mal eine Bewerbung hin, nein, da gibt es wie so ein Gespräch, da setzt du dich hin, dort sind 5 oder so Hochrangige mit ganz vielen Abzeichen und so besetzt und dann wird erstmal aufgelistet, was man denn, oder was die Eltern auch für Amerika getan haben oder so, also. Huh. Ja, das ist schon, also es ist schon sehr strange, muss man sagen. Ich war wirklich da gehockt und dachte, hm. Und nicht nur das spiegelt ja so ein bisschen da, das Amerika, vielleicht wie es jetzt ist, wieder, sondern auch ganz allgemein, wie Politik denn dort erstmal dargestellt wird. Denn Politik ist dort größtenteils ein Spiel zwischen zwei Teams. Gut, wir haben jetzt eben wahrscheinlich der Realität nachempfunden eben nur zwei große, ich nenne, also für mich sind es gar nicht so Parteien oder so, es sind wirklich, es sieht sich an wie Teams. Zwei Sportteams, die darum kämpfen zu gewinnen. Also es geht ums Gewinnen und ums Verlieren, oder beziehungsweise Hauptsache eben ums Gewinnen. Und es ist dann eigentlich ja gar nicht so wichtig, wie man denn zu einzelnen Themen steht. Also es überwiegt eher das Wie als tatsächlich das Was, um was es hier geht. Genau. Und man muss halt auch sagen, die Dokumentation folgt ja auch mehreren Jungs. Da hätten wir zum einen den Steven Garza, der ja mexikanische Wurzeln hat und relativ, also doch schon sehr erfolgreich auch in diesem Camp seinen Aufstieg, ja, genau, vorbereitet. Es kristallisieren sich dann so nach und nach, so, also die zwei Parteien ist klar, und dann zwei so Anführer oder zwei, die dann eben um das Amt des Governors kämpfen, und das ist unter anderem auch Steven Garza. Genau, und ja, es ist halt wirklich so, dass früh auch klar wird, okay, es, wie gesagt, es geht nicht um die Themen, es geht darum zu gewinnen. Richtig. Und die Masse für sich zu begeistern. Richtig. Was er am Anfang, weil er noch so ein bisschen schüchtern wirkt und so, und die erste Rede dachte ich, oh nee, Buwe, ich glaube, das wird nix. Weil vorher nämlich der gute Robert McDougall dran war, der mit, ja, wie soll man sagen, der versucht hat, irgendwelche Penisdinger in seine Rede reinzubringen, wo sie gesagt haben, mach das besser nicht, das kommt dumm. Und der auch das immer sehr, sehr aufbrausend reden. Also er hat mich da schon so an ein paar andere Persönlichkeiten erinnert, wenn er da vor der ganzen Masse gestanden hat und immer wieder auf den Tisch gehauen hat, damit sie mal. Ja, also, ja. Es geht drum, Krach zu machen. Es geht nicht drum, irgendwie was Produktives mitzubringen, weil er auch, klar, natürlich diesen ich finde es erschreckend, wie viele von den Jugendlichen pro Guns sind. Also pro Waffengesetz. Ja, das ist auch, gut, darüber kann man natürlich jetzt streiten, weil, also hier über die Themen an sich, weil da stecken ja auch ganz viele Themen drin, wo wir uns schon so an den Kopf greifen. Aber das mit den Waffen ist ein ganz gutes Beispiel. Da sieht man, also sie sind, glaube ich, die Mehrheit ist dafür, fast alle. Mhm, ja. Und auch Steven Garza. Und der war aber auch mal Anführer auf so einer March for Our Lives Demo, also gegen die, oder für schärfere Waffengesetze, glaube ich. Ja, also es war der Marsch ist ja nach dem Schulmassaker gewesen, und ja, er hat es ja initialisiert und hat ja auch dann oft mitgewirkt, was ja auch in irgendwie in Dutzend anderen Städten gemacht haben. Und da, ja, das, ne? Also das wird ja nicht darum geht, sondern es geht dann nur darum, ihm das so negativ wie möglich auszulegen, um ihn Wählerstimmen zu kosten. Und das finde ich krass. Ja, das habe ich auch, das meinte ich auch mit, dass die Stimmung am Anfang noch relativ, zwar schon in einen gewissen Fanatismus reingeht, aber doch noch, ja, noch nicht so brodelt. Das,
das Ganze schaukelt sich ja dann immer weiter hoch, wenn es dann wirklich um diesen Governor-Posten geht, wo sie dann ja auch anfangen. Ich meine, es ist harmlos und auch scherzhaft gemeint, aber dann fängt ja auch dieses Social-Media-Gedöns an, dass man irgendwelche Fotomontagen reinsetzt und natürlich auch seinen Gegner halt auch ein bisschen diffamiert. Es ist noch harmlos, aber ich meine, das sind erwachsene Leute dabei. Klar ist es ein Experiment, aber man könnte doch sagen oder zumindest mal Richtlinien mit reinbringen. Ich weiß, die existieren heute nicht mehr. Das macht man heute einfach so. Das gehört zur Politik dazu. Das gehört also zumindest bei den Amerikanern. Bei den Deutschen ist es noch nicht so schlimm. Aber dieses Social Media Bashen da mit reinzunehmen, finde ich krass. Und gerade einfach diese ganzen Aussagen. Und ich meine, man will ja von diesem Trumpismus eigentlich weg. Aber mit sowas wird es eher noch gefördert. Weil sie verkörpern und verkaufen das ja wirklich so, hau drauf auf deinen Gegner, bis er nicht mehr aufsteht. Es gehört dazu, auch dass auch zum Beispiel sowas ganz Banales wie den Gegner über Memes zu diskreditieren oder so. Ja. Und sie sagen es ja auch relativ früh, also die Jugendlichen, dass Politik gleichzusetzen ist mit Lügen. Und ja, genau, dieser Robert hat das, und da hatte ich hier noch so ein Zitat, it's politics, you have to lie. Genau. Und das ist was, also da falle ich echt vom Glauben ab. Weil du lenkst doch, also du gibst doch gar keine richtige Message mit. Und wenn du von Anfang an schon weißt, dass das ein verlogener Haufen ist, also damit förderst du ja nichts Positives. Man sorgt ja auch nicht dafür, dass man vielleicht davon wegkommt. Nein, man etabliert dieses System schon in so einem Camp, wo, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie die Altersklassen sind, 15 bis 20, oder es sind, glaube ich, auch noch ein paar Ältere dabei, aber du etablierst das System dort schon und dann wird sich das ewig so weiterführen. Ja, und sind wir mal ehrlich, wir wissen doch alle, wie es ist, nur Männer auf einem Haufen, das geht doch nicht gut. Das ist vielleicht das Nächste, was da nämlich noch zukommt. Nicht nur, dass wir auch größtenteils, sag ich mal, weiße Männer haben. Gut, jetzt sind wir in Texas. Aber wir haben ja auch, wie gesagt, im Boys State nur Boys. Und das ist halt schon kritisch, wenn sich da 100 pubertäre Jungs über Abtreibung unterhalten, kann nichts Konstruktives eigentlich dabei rumkommen, oder? Nee, also das und diese Ansichten, da frage ich mich wirklich, in was für einem Jahrhundert leben die? Und jetzt kann man keiner sagen, ja, weiß die irgendwelche Hillbillies im hinterletzten Eck, aber ich meine, es hat doch heutzutage jeder Internet und alle haben es besser als die Deutschen. Und schnellere Leitung. Da kann man sich im letzten Hillbilly-Kaff doch auch mal, und es gibt ja immer noch Bücher, also diese Sachen, wo man aufschlägt, in der Hand hält und da Wörter drinstehen. Natürlich läuft das alles anders und die haben auch andere Glaubensrichtungen, aber das, als ich das gesehen habe, und das Highlight kommt ja erst noch, also es hat mich wirklich, ich war wirklich sprachlos vom Laptop gehockt und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und was zum Geier hat eine bescheuerte Talentshow da drin zu suchen? Ich meine, der eine Veteran sagt's ja, also wenn du in der Politik bist, musst du ja auch entertainen. Aber das hat doch, also anstatt den Jungs mal eine Landkarte hinzustellen und zu sagen, okay, jetzt befassen wir uns mal mit wirklichen Themen der Politik. Nein, sie machen eine Talentshow, wo gesungen wird, Gitarre gespielt wird, Stepptanz aufgeführt wird und alle finden es voll geil. Ja, und dieses Ganze, also du hast es ja schon gesagt, wenn da 1200 Jungs aufeinander hocken, dann ist natürlich auch diese wirklich übertriebene
Männlichkeit oder diese Maskulinität, da werden Liegestütze gemacht, da wird gegrölt, wenn der, also es sieht sich manchmal so, ich hab's schon im Vorgespräch, Sven und ich haben letztes Jahr Barbaren gesprochen, besprochen, diese Netflix-Serie, und da gab es auch immer wieder solche Momente, wo jemand eine Rede gehalten hat, und genau so sah das hier teilweise aus, und denken wir so, oh Gott, da fällt gleich alles runter hier. Nee, es ist wirklich so, also, und auch Muskeln gezeigt, und dann laufen auch einige Oberkörper frei rum. Also es hat schon sehr homoerotische Vibes. Also das funktioniert, also das fand ich wirklich, ja, das ist wie auf dem, wie wenn man im Jugendcamp fortfährt, nur Männer. Hm. Weiß noch was, dann da wird im Zelt gefurzt und gelacht und. Richtig. Und es ist auch alles so toxisch. Also die sind alle so, keine Ahnung, auf Krawall gebürstet. Ja, das ist. Und diese Einschwörung halt, wenn sie sich dann in Gruppen, also wirklich Arm in Arm, alle generell sind alles Bros, zumindest mal von der eigenen Partei, was von der anderen Partei, naja, da wird sich beim Essen auch schon gern mal angefeindet. Aber ja, das ist, also da schwirrt mehr Testosteron durch die Luft als in jedem 80er, 90er Arnie Slice Superpower-Film. Also es ist, und es ist halt wirklich echt. Und da verstehe ich nicht, dass man in so einem Experiment, weil wir haben rausgefunden, es gibt tatsächlich auch ein Girls' State. Ja. Zudem auch eine Doku von denselben beiden Regisseuren, glaube ich, kommen soll, die aber jetzt erstmal wegen Corona verschoben wurde. Aber wenn es wieder geht, dann wird dazu auch was kommen. Und darauf bin ich auch sehr gespannt. Ja, nee, also gespannt bin ich da auch drauf, ob das da härter zur Sache geht. Ich befürchte es fast. Und Haare ziehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die machen sich verbal runter ohne Ende. Ich glaube, das sind die Jungs noch harmlos irgendwie. Aber ich finde es schade, dass man sowas halt nicht mischt. Warum und macht man nicht ein Mixed Camp? Könnte, glaube ich, was. Ich weiß gar nicht, ob das in der Doku genannt wurde oder ob ich es nur in einem Interview danach gelesen habe, dass sowas ja mal so ein People State quasi irgend so Mädchen gemischt. Das wäre doch mal der Weg, oder? Ja, weil da einfach dann auch welche dabei sind, die vielleicht sagen, jetzt reiß ich mal ein bisschen am Riemen, aber ich denke, es ist halt auch diese Mentalität und dieser Gewinnergeist, der einfach schon, glaube ich, ganz früh impliziert wird und gesagt wird, du bist nur was, wenn du Erster im Football bist, wenn du Erster in deiner Highschool bist, bis du das bist. Und da halt einfach, ja, sowas wird halt gefördert. Das klingt jetzt alles furchtbar. Wie nennt man denn das? Furchtbar, pessimistisch oder negativ. Aber man muss ja sagen, die Doku, die ist da schon so drauf, dass sie das darstellen will und damit schockieren will. Also die feiert das nicht ab, die Doku. Zumindest habe ich es nicht so gelesen. Nein, und es ist halt auch. Es ist kein Begleiter dabei. Also man hat keinen Moderator, der das Ganze einspricht, sondern es zeigt unkommentiert die Aufnahmen von dieser Woche, damit sich jeder selbst ein Bild machen kann. Was ich auch gut finde, ich musste mich auch, deswegen habe ich auch gestern gesagt, ich muss mich erstmal belesen. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Und wenn das ist ja jetzt kein Kinkerlitzchen Trödelmarkt-Event, sondern das ist ja schon was Großes. Ja. Und ja, ich finde es gut. Es hört sich jetzt alles sehr krass an. Man denkt, man sollte sich auf jeden Fall seine eigenen Gedanken machen. Und wenn ihr euch das anguckt, guckt es euch mit jemandem an, den das auch interessiert, weil ihr habt danach absoluten Redebedarf. Ja, diese Besprechung wird nicht umsonst jetzt fast noch ein halbes Jahr später, aber ich habe sie halt jetzt erst entdeckt, weil ich sie überhaupt nicht, hängt vielleicht an Apple, wer hat schon Apple, aber egal. Das auf dem Schirm und so. Um eingegeben. Auf dem Schirm. Singen und tanzen. Ja, auf dem Schirm hatte, aber ich habe auch schon den einen oder anderen aus meiner Freundesgruppe angeschrieben und habe gedacht, guck dir das mal an und dann müssen wir drüber reden. Und was die Doku dann am Gegenende so ein bisschen hat, sie so einen kleinen Hoffnungsschimmer, sag ich mal. Ohne jetzt direkt auf das Ende eingehen zu wollen, weiß ich ja, es wird ja dann doch spannend werden von den beiden nun, das Rennen macht, aber ja. Zum Beispiel Steven Garza findet am Ende auch noch ein paar Worte.
die ja schon irgendwo ein bisschen hoffen lassen oder die zumindest so ein bisschen versöhnlicher wirken als alles das, was man zuvor in den anderthalb Stunden gesehen hat, weil er dann das wirklich mal anspricht. Also wir machen uns hier gegenseitig kaputt, aber eigentlich müssten wir ja zusammen was für die meisten oder für alle schaffen oder so. Ja, das stimmt, das stimmt. Also der Schluss hat dann schon einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ich meine, das brauchst du auch, sonst hättest du ja am Schluss wahrscheinlich die Kugel gegeben. Ja, aber es ist, ja, also ich fand es halt wirklich halt erschreckend. Die sind 17, 18 jünger und haben Ansichten, da wird es einem grauen. Also da läuft es einem eiskalte Buckel runter. Und dann kommt halt einer, der auch mal sagt, okay, wir müssen zusammen und nur wir zusammen erreichen das. Das ist auch alles sehr, sehr förderlich und hört sich auch super an. Ich hoffe, dass er es wirklich so meint und dass er auch wirklich weiterkommt. Wobei man ja halt auch sieht, den ersten Chairman, den zum Beispiel die Nationalists haben, ist ein schwarzer junger Mann, den sie auch dann direkt, weil er sich ein bisschen abfällig über dieses Waffengesetz äußert, auch direkt schassen wollen. Also die hetzen dem dann direkt nach der ersten Sitzung ein Impeachment-Verfahren an den Hals, in der Hoffnung, er wird abgesetzt. Und er sagt ja selbst, er hat noch nie so viel Weiße auf einem Haufen gesehen. Ja. Und die denken genau, um Himmels Willen, Schwarze. Ja, also das. Jetzt ist natürlich Texas auch ein Staat, der, ja, also ich glaube, hätte man das, ich weiß gar nicht, ob es dieses Experiment und diesen State auch in anderen Staaten in den USA gibt, aber ich glaube, hätte man das vielleicht in anderen Staaten gemacht, hätte das nochmal ein bisschen anders ausgesehen. Das kann sein, ja. Das kann sein. Also ich fand es halt, ja, wirklich überdacht und dachte, ein Impeachment-Verfahren gleich am Anfang. Ich meine, er hat es ja selber noch also relativ locker genommen und hat gesagt, jo, Allah, das schaffen sie sowieso nicht und ihm ist es eigentlich auch egal. Ja, trotzdem fand ich es schon. Ja, eine Doku, die es auf jeden Fall mitgenommen hat. Ja. Und über die sich echt auch mal zu reden lohnt, seht ihr jetzt vielleicht schon an der Länge dieser Besprechung. Falls ihr wirklich mal die Gelegenheit habt, es gibt bei Apple TV Plus in Deutschland gibt es dieses 7-tägige, also einwöchiges Probeabo, wo man sich unter anderem, da schafft man Boy State locker und da schafft man auch das ein oder andere, was man vielleicht noch auf Apple entdecken kann, aber also aus meiner Sicht ist es die Doku wert. Und dann kann man sich mal da selber ein Bild draus machen und dann vielleicht auch gerne mal entweder beim Telestammtisch in die Kommentare schreiben oder sonst irgendwie kontaktieren, weil ich hätte echt mal, es gibt bisher wenig deutsche Kritiken, die sich tatsächlich mit diesem Dokumentarfilm auseinandersetzen und ich meine, der hat immerhin beim Sundance Film Festival Anfang 2020 einen Preis gewonnen und habe ich das Gefühl, ist aber nicht so ganz hier angekommen. Also ich hätte auch gerne mal noch ein paar andere Eindrücke. Also falls ihr da draußen das schon mal gesehen habt oder noch sehen wollt, dann lasst gerne mal was da. Ich hätte da echt Lust, noch mal ein bisschen weiter zu diskutieren. Auf jeden Fall. Also ich bin auch mal gespannt, weil du es ja vorhin auch angesprochen hast. Ja, es könnte, ich weiß gar nicht, ob er auf der Liste steht für fragliche Oscar. Für die diesjährigen, also für die 21. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich glaube nicht, dass er letztes Jahr drauf stand, weil daran hätte ich mich erinnert. Mal schauen. Es ist ja dieser erst im April und im März, glaube ich, die Listen. Genau. Mal schauen, ob wir den da wiedersehen. Ja, bin ich auch mal gespannt. Also Leute, ja, jo. Bewertung, glaube ich, fällt flach, weil ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich würde es zusammenfassen als eine Sehempfehlung, aber ich würde es nicht, würde keine Punkte vergeben. Nee, genau. Ja, angucken auf jeden Fall. Aber nee, also da können wir keine Wahlzettel, Punkte oder sonst irgendwas. Hier gibt es auch keine 2,5. Sehr schön. Dann vielen Dank, dass wir diese Besprechung jetzt hier gemacht haben, Sven. Ja, immer wieder gerne. Und auch vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bestimmt beim nächsten Mal hier beim Telestammtisch wieder. Ich sag tschüss. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der
Dokumentar-Miniserie Die Geschichte der Schimpfwörter, die es seit dem 5. Januar 2021 auf Netflix zu sehen gibt. Ich bin der Paul und heute bei mir darf ich zum ersten Mal, wie ich erfahren habe, begrüßen im neuen Jahr Stu! Yeah, hi, ich freue mich so verschissen auf diesen Podcast. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich irgendwas jetzt hier, vielleicht verhaspel ich mich ja und ich kann gleich ein Schimpfwort mit unterbringen. Ist nicht passiert. Egal, dafür reden wir jetzt über ein paar Schimpfwörter, die es in dieser Serie zu sehen gibt. Kurz zur Einordnung, ich habe ganze 3 Folgen dieser Serie gesehen. Stu hat das Ganze gesehen? Ja. Ich habe es mir komplett angeguckt. Man muss aber jetzt sagen, bevor jetzt die Leute denken, Gott, der Stu ist ja so ein Vielgucker, der macht nichts anderes, außer Netflix zu schauen. Zu meiner Verteidigung, das sind, glaube ich, 6 oder 7 Folgen, a 20 Minuten. Das kann man sich relativ gut in einem Rutsch oder in 2 Rutschen weggucken. Ne? Genau. Ja, das sind 6 Folgen sind es. Ich habe die Hälfte immerhin gesehen. Wow. Und es ist natürlich auch so, also jede einzelne Folge behandelt ein anderes Schimpfwort von Geschichte, Bedeutung oder von gesellschaftlicher Auswirkung. Und deswegen ist es auch eigentlich egal, in welcher Reihenfolge man sie guckt. Ich habe die ersten 2 und die letzte gesehen, um einfach einen Bogen zu haben. Ja. Das heißt, du hast die Schimpfwörter Fuck, Shit und Damn, ne? Richtig. Und welche gab es noch? Pussy, Bitch und Dick. Okay. Übrigens, ich fand es lustig, wie manche Wörter bei Netflix zensiert wurden in der Folgenbeschreibung und manche nicht. Ja, das stimmt. Ich fand es auch interessant, also zur Erklärung, die Serie gibt es halt nur im Originalton mit deutschen Untertiteln. Und bei den Untertiteln ist das sehr interessant, wie sie teilweise Fuck übersetzen. Das ist ganz amüsant. Ja, mit deutschen Untertiteln habe ich es auch gesehen und musste das ein oder andere Mal schmunzeln, als sie da, also wenn sie diese Übersetzung, du hörst was, aber da steht was. Ja, ein bisschen abgewandelt ist. Ja. Ja. Was man noch dazu sagen kann, diese kleine Serie, die hat einen Host, das ist Nicolas Cage, der jede Folge, eigentlich gibt es viele Prominente, die da jede Folge mit dabei sind, aber ja, Nicolas Cage immer fein mit Anzug oder im Smoking und der führt da so ein bisschen durch. Man sollte dann auch vielleicht sagen, da war ich überrascht. Also es wurde ja beworben hauptsächlich mit Nicolas Cage. Mhm. Und ich dachte mir dann, okay, komm, der wird in jeder Folge anmoderieren und abmoderieren, das war's. Aber ich fand seine Screentime dann doch relativ hoch. Fand ich auch, wobei ich den Eindruck hatte, er hatte auf mich nicht den Impact, dass ich sagen müsste, Mensch, das ist jetzt hier eine Nicolas Cage-Show. Ja, schon, aber ich fand, wenn er dann zu sehen war, war es schon sehr cageig, um es mal so auszudrücken. ich meine, ich mag ja Nicolas Cage. Viele seiner Filme sind nicht so besonders toll, aber irgendwie finde ich diesen Mann faszinierend. Der hat sich so seine eigene kleine Nische geschaffen. Ich muss auch sagen, die Doku-Miniserie ist durchaus informativ. Also es gab wirklich so ein paar Momente, wo ich dachte, aha, okay, das ist wirklich interessant. Aber so den großen Unterhaltungswert, finde ich, besitzt die Serie hauptsächlich durch die Moderation von Nicolas Cage. Ja, und für mich noch durch die Reaktion auch. Und vor allen Dingen durch die Schnitte zwischen den einzelnen Gästen, fand ich. Zumindest ist mir das bei Fuck aufgefallen. Und ich war da schon in der ersten Folge schon erstaunt, wie viel man tatsächlich über das Wort Fuck überhaupt reden kann. Ja, wirklich. Am interessantesten fand ich ja Dick, weil es durchaus spannend war zu erfahren, wie kam es dann eigentlich dazu, dass Dick, das ja eigentlich so eine Koseform von Richard ist, zu einem Synonym für Penis wurde. Hm. Das fand ich sehr interessant. Ich will ehrlich sein, nicht alles ist so interessant. Manche Sachen, finde ich, waren auch ein bisschen langgezogen. Also gerade sowas wie bei Bitch oder Pussy. Und diese ganzen Talking Heads, die dann da reingeschnitten werden, muss ich auch sagen, es gab ein paar, die fand ich gut. Das waren dann meistens so Professoren oder Professorinnen, die dann wirklich erklärt haben, woher stammt dieses Wort. Wenn dann aber so Stand-up-Komiker einfach sagen, dass sie halt es toll finden, Fuck oder Shit zu sagen, das ist am Anfang ganz lustig, ist ja, es wird aber dann irgendwann auch irgendwie ein bisschen repetitiv und dann auch redundant. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Gut, jetzt habe ich nur die ersten beiden, aber ich fand es schon bei Shit, gerade wenn man sich, wie man das Wort gebraucht und so, dann habe ich mich schon so gefühlt, als hätte ich das gerade schon mal so in einer ähnlichen Art und Weise auch bei Fuck gehört. Ja, also. Und dann habe ich mich halt gefragt, so, wie sich das durch die weitere Serie schleppt, aber wahrscheinlich, ja.
Ist das so? Das ist eben der Vorteil von der Länge. Hm. Das heißt, eine Folge 20 Minuten, da ist jetzt noch nicht der Abspann, also ist da auch schon drin. Das heißt, es ist sehr kurzweilig. Trotz allem glaube ich, wenn man diese ganzen Comedians ein bisschen reduziert, dann hätte es, glaube ich, noch einen besseren Drive gehabt. Denn so gerne ich jetzt so Comedians wie zum Beispiel Jim Jeffries mag, aber ich muss mir jetzt nicht 6 Folgen lang immer wieder anhören, dass er es toll findet, dieses Wort, was in der jeweiligen Folge behandelt wird, zu sagen. Das soll nicht heißen, dass das das Einzige ist, was die von sich geben. Manchmal erzählen sie auch so ein bisschen von eigener Erfahrung oder wie sie das Wort finden. Nichtsdestotrotz finde ich, dass, so blöd es klingt, dieser, ich nenne es mal, wissenschaftliche Aspekt irgendwie der interessanteste ist in der ganzen Doku-Reihe. Ja, das finde ich auch. Was für mich noch interessant ist, also diese Serie klingt jetzt blöd, wenn ich sage, die hat mich zum Nachdenken angeregt. Nee, was ich Paul, gerne sagen. Was ich damit meinte ist, zum Beispiel bei diesem Wort Shit, und dann bekommt man nochmal vor Augen geführt, wie denn Shit dort in der Bevölkerung oder in der Gesellschaft etabliert ist und eben der geile Shit und so weiter. Und dann habe ich halt sofort im Kopf Parallelen zu Deutschland gezogen oder zu dem Umfeld, in dem ich lebe, und habe halt Shit, keine Ahnung, das Wort spielt jetzt zum Beispiel, also fuck, ja, okay, das sage ich auch, aber ich glaube, dieses Wort Shit oder auch Scheiße an sich benutzt man nicht so alltäglich oder in alltäglichen Sachen, wie es dort präsentiert wird. Das ist ganz interessant, weil ich würde sagen, dass ich den Begriff Scheiße und teilweise auch Shit auch wirklich teilweise anders benutze. Also jetzt nicht nur Scheiße, mir ist die Vase runtergefallen, sondern dass ich auch gerne mal sage, geiler Shit oder so. Ich glaube, das ist einfach irgendwie mein mühsamer und verzweifelter Versuch, irgendwie jung und hip zu sein. Dann gab es wiederum auch so kleine Aspekte, wo ich mich gefragt habe, okay, ist das jetzt... Also das hat für mich dann teilweise wie eine Parodie auf diese Wissenschaften gewirkt, dieser Fuck-Stammbaum zum Beispiel. Ja, ich glaube, das war ein Gag. Ich glaube, damit wollten sie nur mal aufzeigen, in wie vielen Variationen dieses Wort Fuck existiert. Ja. Ich meine, du hast Fuck, du hast Fucker, du hast Motherfucker. Ja, das. Und was ja auch interessant ist, ist, je nachdem im Kontext, wie du dieses Wort benutzt. Also jetzt mal zum Beispiel, du hast es ja gerade eben schon angesprochen, bei Shit. Ja, wenn ich irgendwie sage, this is the shit, also das ist der Scheiß, dann muss es nicht gleich, also automatisch was Negatives sein, sondern es kann auch was sehr Positives bedeuten. Ne? Genauso ist es halt bei Fuck. Fuck kommt ja eigentlich von Geschlechtsverkehr, aber das hat ja nicht immer dieselbe Bedeutung. Und was ich auch interessant fand, war, als die Doku dann halt darauf eingeht, wie diese Schimpfwörter, wie denn da in den Medien und in der Film- und Serienbranche mitverfahren wird. Also wenn du jetzt irgendwie einen PG-13-Film hast, dann ist dir irgendwie erlaubt, einmal Shit und einmal Fuck zu sagen, was schon ein bisschen seltsam ist, wie ich finde, aber das hat sich so halt etabliert. Das waren jetzt nicht immer neue Sachen, die ich da erfahren habe, aber es war halt, wie gesagt, sehr kurzweilig. Die Aufmachung ist sehr schön, es gibt ja doch immer so kleinere Animationen. Insgesamt muss ich sagen, ich hätte es nicht gebraucht, will ich ehrlich sein. Es ist jetzt keine Doku-Serie, wo ich sage, wow, Wahnsinn, das ist jetzt der Bringer. Aber ich finde, alleine halt eben durch diese Kurzweiligkeit, dass man da echt gerne mal reingucken kann. Also du hast ja auch jetzt nur 3 Folgen geguckt und ich weiß nicht, hattest du das Gefühl, dass du die Stunde, die du damit verbracht hast, irgendwie besser investiert hättest können? Es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie so halt einfach geballte 20 Minuten so unnützes Wissen oder so. Ja, genau. Also, ja. Einfach so. Ich war nicht böse, weil ich fand es auch recht unterhaltsam, wie gesagt. Ich fand es auch schön, du hast wirklich in jeder Folge, zumindest die ich gesehen habe, in Bezug auf die Filmwelt oder Filmszenen, wo dieses Wort eben besonders vorgekommen ist oder wo es eben eine Kontroverse oder was weiß ich darum gab. Ich wurde da gut unterhalten. Ich bräuchte es jetzt auch nicht weiter oder so, aber vielleicht gucke ich mir auch nochmal Dick oder so an. Kleiner Mini-Spoiler, was ich ja total interessant fand, also womit ich nicht gerechnet habe. Sie gehen ja da mal kurz darauf ein, welcher Schauspieler ist der in seinen Filmen am meisten flucht. Und ich hatte dann gedacht, okay, das ist wahrscheinlich Nicolas Cage, der flucht halt gerne. Ja. Aber nein, es ist Jonah Hill. Ja. Und dann dachte ich mir so, stimmt, eigentlich, der flucht wirklich verdammt viel in seinen Filmen. Ne? Also, das ist so die große Erkenntnis.
Ich glaube, dass vieles, was ich da jetzt gelernt habe, dass ich es bald wieder vergessen habe, weil mein Kopf das halt so in diesen Aktenordner unnützes Wissen abgepackt hat. Aber manchmal werden dann doch so Erinnerungen wach an unnützes Wissen und dann kann man es einfach mal so raushauen. Genau, da wird das einfach mal so in einem, im Freundeskreis oder so einfach mal, wusstest du eigentlich? Und dann, genau. Und dafür allein ist die Doku schon, ja, kann man sich mal angucken. Ich fand es auch schön, gerade bei dem letzten, dass eben so dieser Umgang mit Schimpfwörtern, dass die eben dazugehören und dass die dieses Experiment, was sie gemacht haben, mit diesem, wo sie ihre Hand in das eiskalte Wasser gelegt haben, dass sie gezeigt haben, hier, guck mal, was Schimpfwörter oder was Flüche auch für uns uns helfen können, tatsächlich irgendwas durchzustehen oder so. Ja, oder auch wenn sie halt kurz darauf eingehen, wie sieht es denn mit Schimpfwörtern, meine ich, in anderen Ländern aus, wo sie auch mal kurz sagen, in Deutschland sagt man gerne Ass-Violin, also Arschgeige und so. Das ist alles, das sind ganz kleine, nette Akzente, die dafür sorgen, dass diese Doku-Reihe, und ich glaube, damit komme ich direkt zum Fazit, echt nett ist, aber auch nicht mehr. Und mehr will es auch gar nicht sein. Es ist ein kleiner, amüsanter, durchaus informativer Dokumentarhappen. Ja. Kann man sehen, muss man nicht sehen. Und ich würde sagen, ich gebe 3 Punkte. Ja, ich schließe mich da auch an. Und ich unterstreiche auch dein Fazit, weil den Eindruck hatte ich auch nach den ersten oder nach den 3 Folgen, die ich eben gesehen habe. Vielleicht schaue ich mal rein. Das ist auch mit den 20 Minuten was Schönes für zwischendurch. Ja. Genau, so. Und jetzt habe ich viel Spaß beim Schneiden dieses Casts, um die ganzen Schimpfwörter zu piepen. Ach, stell dich nicht so klein, du kleiner Scheißer. Fick doch mal. Steh doch einmal dazu. Sehr gut. Ja. Dann bedanke ich mich bei dir, Stu. Ich habe zu danken. Und auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss, Herr Scheicherschen. Das ist jetzt komplett durch. Vergiss es. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Heute haben wir wieder eine Feuertaufe. Yay! Und zwar mit dem Adrian. Servus, Adrian. Hallo, Sam. Hi. Und zwar haben wir uns den Film The Mercenary, der Söldner, vorgenommen. Das ist ein Film, der startet am 14.01. digital und Anfang Februar kommt er auf Disc. Ist ein Actionfilm, geht 1 Stunde 31 ungefähr, also 90 Minuten, ist von Jesse V. Johnson und mitspielen tut Dominic Vandenberg, Louis Mandalore und Carmen Agenciano. So, also, das ist erstmal zum Film. Jetzt kommen wir erstmal zu dir. Lieber Adrian, du bist ja neu bei uns. Stell dich doch mal kurz vor, was machst du denn so und was sind deine Leidenschaften? Ja, mein Name ist Adrian, ich bin 33 und meine Leidenschaft gehört natürlich unter anderem auch dem Film, sonst hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht gemeldet bei euch. Ich höre mir beinahe alles an Filmpodcasts an, was so Spotify und das World Wide Web anbieten. Und ich war froh, dass beim Telestammtisch auch die Möglichkeit gegeben wird, dass man mal selber mitsprechen kann. Das ist ja bei vielen Podcasts nicht der Fall. Das ist so ein geschlossener Kreis oft. Und ich bin echt total froh, dass ich hier mal mitwirken darf und freue mich auf die Besprechung mit dir. Ja, super. Dann erstmal herzlich willkommen beim Telestammtisch. Wir freuen uns natürlich sehr. Danke. So, dann habe ich noch eine kleine Frage an dich. Was waren denn die letzten 3 Filme oder Serien, die du so geschaut hast, damit wir so ungefähr die Richtung reinkriegen, auf was du so stehst? Also, das passt eigentlich ganz gut. Ich habe vor kurzem eure Folge über die Stirb langsam Quadrologie, nee, das sind 5 Filme, Entschuldigung, die 5 Filme. Sind 5 Filme, Stirb langsam, genau. Gehört. Genau. Und da habe ich mir dann nochmal die ersten 3 Stirb langsam Filme angeguckt, weil das auch total meine Art von Film ist, diese ganze 80er, 90er Action-Sparte, sei es jetzt Bruce Willis oder auch Stallone, Schwarzenegger. Und ich hätte gerne mitgesprochen, weil an vielen Stellen habe ich gedacht, da hätte ich jetzt gerne nochmal was zu gesagt. Bei euch ist der zweite Teil richtig gut weggekommen. Bei mir ist eher der dritte Teil noch ein bisschen mehr der Favorit im Vergleich zum ersten. Und das waren so die letzten 3, die ich nochmal geguckt habe, nochmal zu erinnern. Boah, diese Stirb langsam Filme, zumindest die ersten 3, sind auf jeden Fall ein ganz großes Action-Kino. Also vierte, okay. Ja, geht weiter. Und der 5., ja, da wollen wir nicht drüber sprechen. Ja, okay. Also auch ein Kind der 80er und 90er Actionfilme. Ja, auf jeden Fall. Also man
es hat immer so die Lieblingsfilme in der Zeit, wo man irgendwie so auch Kind war oder Jugendlicher. Und da erinnert man sich natürlich immer besonders gerne dran. Und die Stirb-Langsam-Filme sind natürlich, kommen irgendwie nie aus der Mode, meiner Meinung nach. Ja, das ist wahr. Dann könntest du auch rein theoretisch, das ist jetzt Eigenwerbung, den Podcast von mir und Sven anhören, weil wir sprechen in unseren Casts über Actionfilme der 80er und 90er. Zum ersten hatten wir Sylvester Stallone, der zweite wird jetzt gerade gemacht über Arnold Schwarzenegger. Wenn du dich da bewerben willst, können wir dich da auch gerne mal mit reinholen ins Boot, wenn wir irgendeinen Schauspieler besprechen, so wie Arnold Schwarzenegger oder so, wenn du Lust hast. Auf jeden Fall. Also Schwarzenegger, wenn ihr Kommando besprecht, dann sagt mir bitte Bescheid. Der ist also dabei. Das ist der. Ja, also ich würde sagen, ohne jetzt schon mal vorzugreifen auf den Film, der jetzt gleich kommt. So ein paar Anleihen habe ich da auch gefunden, aber lass es mal noch nicht vorgreifen. Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir am besten mit der Besprechung zu The Mercenary, der Söldner. Und zwar ist der Film ab 18 und ich bitte dich doch mal kurz mir zu erzählen, beziehungsweise meinen Zuhörern, um was es denn geht in diesem Schmuckstück von Film. Ja, gern. Ich bediene mich da mal so einer kleinen Inhaltsangabe. Der ehemalige Legionär Max arbeitet als Söldner in der Truppe des taffen Auftragskillers Leclerc. Als eine Mission in Südamerika gehörig schief geht und Max plötzlich Gewissensbisse bekommt, muss er dies augenscheinlich mit dem Leben bezahlen. Während er von seinem Team zum Sterben zurückgelassen wird, nimmt sich ein Priester dem schwerverletzten Kämpfer an. Wieder bei Kräften eröffnet sich Max eine neue Perspektive und ein wirklicher Sinn in seinem Leben. Gemeinsam mit dem Priester begibt er sich, um Bedürftige zu kümmern und sein altes Leben hinter sich zu lassen. Doch die Dämonen der Vergangenheit holen ihn wieder ein, als sich sein Weg mit seinen Ex-Kollegen kreuzt. So viel zum Inhalt. Ja, und das ist im Prinzip auch der ganze Film. Das stimmt, das ist wahr. Ja, man kann nicht mehr hinzufügen und es ist genau so, wie die Inhaltsangabe es wiedergibt. So, jetzt frage ich dich, was fandest du oder fandest du den Film gut gemacht im Sinne von Action? Weil er wird ja angepriesen als Actionfilm, der bombastische Prügler und so weiter. Fandest du uns einen guten Actionfilm? Ja, also ich sag mal, man muss natürlich sehen, das ist ganz klar ein eindeutigen Film mit einem niedrigen Budget, also kein Kinofilm, sondern direkt to Video on Demand oder Blu-ray oder DVD oder was auch immer. Und das kann der Film auch gar nicht verleugnen, was so die Action-Sequenzen angeht. Ich fand's super, dass er direkt ohne große Exposition, ohne große Einführung startet mit einer Viertelstunde knallharter Action. Diese Söldnertruppe startet direkt durch, knallt irgendwelche Leute ab. Es wird auch gar nicht erklärt, wer da genau umgebracht wird. Wir wissen nur, die Leute, die kriegen halt Kohle fürs Killen. Und da sind natürlich ein paar saftige Shootouts auch dabei und schöne Kämpfe, Martial Arts Kämpfe. Und wird auch schön mit dem Messer nochmal durch die Kehle durchgeschnitten. Also die 18er Freigabe ist auf jeden Fall nicht ohne Grund. Und die Action an sich fand ich eigentlich, ja, die hat so das erfüllt, was ich so mir vorgestellt hatte bei dem, auch nach dem Lesen der Inhaltsangabe so. Was du jetzt so die Häufung dieser Action-Szenen angeht, das ist nochmal eine andere Geschichte. Also es hätte durchaus noch ein bisschen mehr Action geben können. Oder was denkst du? Ja, das ist wohl wahr. Ich gehe da voll mit. Ich fand von den Action her, auch von den Martial Arts-Kämpfen und so, war das richtig gut. Bei manchen Kämpfen hat man gesehen, aber wie du schon sagst, es ist eine Billigproduktion, ja, dass der, da gab es eine Szene, da war so ein richtig kräftiger Großer, der drei Köpfe größer war als unser Actionheld hier und der hat richtig gewartet, bis der Schlag von dem Max kam und da hat man halt gemerkt, dass das alles choreografiert war, also dass da das nicht so echt aussah, sondern er wirklich drauf gewartet hat, jetzt kommt der nächste Schlag und so, das ist mir negativ aufgefallen. Gerade wo du sagst, mit vielen Schnitten und Blutspritzen und sowas, fandest du die Special Effects gut gemacht oder waren sie für dich eher billig? Weil ich persönlich, also ich sage jetzt mal, wie ich es fand. Ja. Ich habe ja schon einige Tobias-Filme gesehen und ich fand hier bei dem Film sahen die Mündungsfeuer mal endlich echt aus und jetzt so computeranimiert nachgestellt. Die Blutszenen oder das künstliche Blut war auch kein animiertes Blut. Es sah alles wirklich schön flüssig und matschig aus. Und auch die Wunden teilweise waren gut. Also die Maske war da in dem Sinne gut. Es waren teilweise ein paar Sachen, wo ich komisch fand. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, da wird er gekreuzigt. Ja. Und kriegt die Nägel durch diese Handballen, also an dem Gelenk durchgeschlagen. Und zwei Szenen später siehst du, wie er einen Verband hat am Arm. Ungefähr 20 Zentimeter unter der Stelle, wo sie den Nägel reingeschlagen haben. Und das muss einem auffallen bei so einem Film, finde ich.
Wenn man da hat die Kollegin oder der zwei Kollege vor noch. Dieser, da hat jemand beim Anschluss, der für die Anschlussfehler zuständig ist, gepennt, wahrscheinlich. ja, genau. Das war so der einzige Punkt, wo mir aufgefallen ist, wo mir nicht so gut gefallen hat. Ansonsten aber für Special Effects fand ich jetzt für einen Tiberius-Film nicht schlecht. Ja. Also war okay. Sagen wir es ja so, war okay. Wie empfandest du das? Ich fand das genau. Also ich habe Tiberius-Film, Erfahrungen sind noch sehr rar, aber ich muss sagen, für das, was der Film darstellt, also so einen klassischen B-Movie, kann man das auf jeden Fall durchgehen lassen. Also da habe ich schon wesentlich schlechtere Special Effects in wesentlich hochwertiger produzierten Filmen gesehen. Und an der Art und Weise der Shootouts und der Kills insgesamt habe ich überhaupt nichts zu meckern. Das Einzige, was ich, wie gesagt, vielleicht bemängeln würde, wäre, dass es einfach zu wenig war, so im Gesamtkontext. Aber vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen, wenn es so um den Inhalt geht. Mhm. Können wir gleich gern machen. Dann erzähl mal, was dir da aufgefallen ist. Ja, also was positiv so als negativ. Genau, ich fange mal mit dem Positiven an. Das Beste fand ich eigentlich, dass der Film ohne große Umschweife direkt loslegt, ohne irgendwelche Einführungen, die völlig unnötig sind bei der Art Film. Wir haben eine Söldnertruppe, die knallt einfach alles um, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und da werden auch die Bösewichte am Anfang gar nicht, oder die vermeintlichen Bösewichte gar nicht genau vorgestellt. Man sieht einfach nur, okay, das ist jetzt eine Söldnertruppe, die macht alles für Geld. Und dann wird auch Max vorgestellt als so der Lone Ranger sozusagen, der da so im Hintergrund dann immer noch so ein paar Sniper-mäßige Kills durchführt. Und das ist wirklich auch stimmig, würde ich einfach mal sagen. Ne? Also bis zu die erste Viertelstunde, 20 Minuten, da gibt es eigentlich kaum Zeit zum Durchatmen, was das angeht. Und bis dahin, würde ich sagen, hat der Film solide gearbeitet. Beziehungsweise alle, die daran mitgewirkt haben. Da stimme ich dir zu. Also er ist wirklich die ersten, wie du sagst, so 20 Minuten, ich würde sogar sagen 25 bis 30 Minuten, die erste halbe Stunde ungefähr, kristallisiert sich da noch nicht so wirklich raus, wer ist der Held, wer ist da der Bösewicht oder wie, wo, in welche Richtung geht der Film, sondern man hat einfach nur The Mercenaries, also die Leute, die Söldner, die gegen Geld kleine Drogenkarteller auffliegen lassen oder den Boden gleich machen. Und so ähnlich wie das PlayStation- und Xbox-Spiel damals, The Mercenaries, also du machst einfach deine Aufträge und dann kassierst du am Schluss das Geld ab. Und das fand ich auch richtig gut inszeniert. So, dann aber. Ja, darf ich? Jetzt kommt das Aber. Ja, also, natürlich. Ich finde, dann wird es ganz schnell ganz schwach. Und zwar wird uns dann Max vorgestellt als so ein, also man muss erklären, Max wird nach 20 Minuten vermeintlich getötet und wird dann aber von einem Priester aufgefangen und wieder hochgepäppelt. Und uns wird dann erzählt, dass Max so ein bisschen geläutert wird von seinem ganzen Killerleben und er ist jetzt ein ganz anderer Mensch. Und wir sehen Max in der Kirche fegen. Wir sehen Max in der Kirche Suppe essen. Wir sehen Max in einer Messe zu den Jüngern sprechen und wir sehen Max, wie er mit bedeutungsschwangerem Gesicht durch die Gegend läuft. Aber eigentlich, warten wir eigentlich nur darauf, dass was passiert. Ne? Und richtig. Das zieht sich leider bis wirklich zwei Drittel des Films zu Ende sind und dann steuern wir eigentlich schon aufs Finale. Also der Mittelteil dieses Films ist wirklich die große Schwachstelle und da hätte man sich auf jeden Fall was anderes überlegen müssen. Ja, genau, wenn man zum letzten Viertel vom Film kommt und der Priester dann sagt, du bist die Waffe Gottes und du sagst, oh, come on, genau. Ey, warum jetzt auf einmal die Schiene? Das fand ich irgendwie komisch. Also es hat da nicht dann ganz reingepasst zu dem Anfang vom Film, weil vom Anfang vom Film war er wirklich der gnadenlose Killer. Ihm war zwar das Geld nicht so wichtig, was auch sich rauskristallisiert hat, sondern er war daran beteiligt, weil er gern getötet hat. So wurde uns er am Anfang verkauft. Und am Schluss ist er die Waffe Gottes. Ja. Also insgesamt muss ich sagen, so auch was im Mittelteil, was ich finde, ist, also da hätte man auch durchaus noch ein bisschen mehr erklären müssen, warum jetzt was passiert. Leclerc, der Gegenspieler, also der Chef dieser Söldnertruppe, der hat ja einen ungeheuren Hass auf Max. Ich verstehe gar nicht warum, weil Max ja eigentlich nur noch in Ruhe. Ja, das hat er will nur in Ruhe gelassen werden. Und das hat's. Ne, und ja. Richtig, das hat sich mir auch nicht erschlossen. Warum ist der beste Freund, er betitelt sich ja als bester Freund von Max, warum ist der auf einmal so scheiß stinksauer, dass er eine ganze Armee auf ihn hetzt? Warum? Es ergibt gar keinen Sinn. Weil am Anfang hat der eine Typ aus dem Trupp,
Der hat ja Max getötet. Genau. Und da hat Leclerc ja gar nichts mit zu tun gehabt. Warum hat er jetzt auf einmal so einen Hass auf den? Das ging mir auch nicht rein. Verstanden. Also es gab so eine Andeutung, da wurde wohl gesagt, irgendwie, wenn Max jetzt hier weiter so in diesem Dorf bleibt und da nur seine Präsenz ist einfach nur für dieses Kartell, wofür die arbeiten da, diese Söldnertruppe, ist dann irgendwie schlecht fürs Image oder so. Aber so richtig rausgekommen ist das nicht. Also ganz ehrlich. Das fand ich sehr schwach, dieses Argument. Also, das stimmt. Ja. So, eine Frage. Wie fandest du denn die schauspielerische Leistung von unseren Herren hier? Fangen wir mal mit... Hattest du den allen diese... Ja. Fangen wir mal mit Dominik Vandenberg an. Ein belgischer Action-Martial-Arts-Darsteller. Da kommt man natürlich direkt unschwer auf Vergleiche zu anderen belgischen Action-Stars. Und wie auch Van Damme ist jetzt Vandenberg wahrscheinlich keiner, der irgendwie mal... Ja, weiß ich nicht, bei Shakespeare's Hamlet oder so mitspielt. Der ist einfach ein Action-Darsteller. Ne? Der kommt mit anderthalb Gesichtsausdrücken durch den ganzen Film. Er macht aber das, was er tun soll, gut. Ne? Also bis zu einem gewissen Punkt. Also die ganze Geschichte von dem, er wird geläutert und er wird auf einmal ein friedlieber Mensch. Das ist ja nicht in erster Linie ihm zuzuschreiben, dass das nicht gut erklärt wird, sondern eher so einem schwachen Drehbuch. Und das ist eigentlich, eigentlich ganz gut. Was die anderen Darsteller angeht, also diese ganze Söldnertruppe inklusive Leclerc, das ist einfach eine Bande von, ja, grobschlächtigen Kerlen und da kann man jetzt auch nicht viel Ausdruck oder viel Differenzierung in der Charakterzeichnung erwarten. Also ich fand, im Prinzip waren sie alle okay, man konnte mitleben, nur eine Person, die ging mir so dermaßen auf den Keks, jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, ich sagte, Alter, soll das Liam Hemsworth, der wo Thor spielt, nicht Liam, sondern Chris Hemsworth. Warum ist da ein Chris Hemsworth für Arme drin? Der hat den gleichen Bart, der hat die gleiche Frisur, hat die Hälfte von Gewicht und bringt genauso blöde Sprüche wie jeder andere Actionfeind da auch. Was sucht der da dran? Der hat mich jedes Mal aufgeregt. Ich hab gejubelt, als der abgeknallt worden ist. Ich so, ja, er ist tot, endlich. Der Sack, ich kann den nicht mehr sehen. Ja, der ging mir gar nicht rein. Aber ansonsten fand ich alle so im Okay-Bereich. Ja, also auch dieser Priester und sein junger Priesterkollege da, also es ist auch wirklich, also diese Dialoge, also immer, es wird ja wenig gesprochen, das ist ja ganz gut, relativ wenig, aber immer wenn gesprochen wird, dann denkt man irgendwie so, meine Güte, also da ist ja Schwarzenegger, war mal in Kommando zum Beispiel, da ist ja große Kunst dagegen, was da gesprochen wird, ne? Und hier versucht man ja nicht mal so einigermaßen One-Liner irgendwie so zu machen, sondern es ist einfach nur so, ich schlag dir jetzt den Kopf ab oder sowas. Ne? Also das ist wirklich ganz dünn. Aber es ist ein gutes Stichwort, wenn wir gerade bei Sprache sind. Wie fandest du denn die Tonabmischung beziehungsweise die Synchronisation? Das ist ja... Weil da sind wir wieder auf ein Gebiet bei Tobias Film. Tatsächlich finde ich, habe Tobias Film noch nie es geschafft, eine gute Synchronisation auf einem Film zu legen. Und es ist tatsächlich meiner Meinung bei dem Film auch nicht besser. Aber vielleicht ist es auch mein Empfinden. Wie findest du das? Ich fand auch, also bei der Synchronisation, mit einer Synchronisation, mit einer guten, kann man vieles noch ein bisschen rausreißen. Und wenn wir jetzt gerade bei dem Beispiel eben, was ich genannt habe, stirb langsam, da hast du einen Charakter, ne? Manfred Lehmann als Bruce Willis, der zieht einfach, ne? Und da kannst du auch mit etwas schwächeren Dialogen noch ziemlich viel rausreißen mit einem kraftvollen und einer stimmigen Synchro. Und das ist hier durch die Bank weg auch eher wichtig, würde ich jetzt so sagen. Gut, aber bevor wir jetzt noch weiter über den Film haten, ist dir noch irgendwas aufgefallen, was du unbedingt loswerden würdest? Sonst würde ich nämlich schon aufs Fazit gehen. Ja, also zwei Szenen fand ich eigentlich richtig amüsant, wie ich es mal so sagen muss. Also eine Szene gibt es, in der Söldnertruppe gibt es auch eine Frau und die hat irgendwie immer so den Spleen von den Leichen immer irgendwie ein Schmuckstück zu klauen. Und das letzte Schmuckstück, was sie da klaut, sieht aus wie ein schönes goldenes Halskettchen, ist aber der Stift von einer Handgranate. Und die dann zerfetzt. Und das kann ich ganz witzig, weil das Schmuckstück auch die Form von einem Kreuz hat. Achtung, ne? Kreuz, Kirche. Insofern, ne? Ja. Gott sieht alles. Richtig, also das hatte so eine unterschwellige Message, ne? Genau. Und Das war richtig gut. Der Kill mit dem umgedrehten Gewehr, mit dem Gewehrkolben. Am Ende gibt's so einen Endkampf und einer von Leclercs Handlangern kriegt erstmal schön den Gewehrkolben
5, 6 Mal auf den Kopf und das war vielleicht auch nicht erwartbar in dem Moment. Das kenne ich eigentlich von Splatterfilmen eher so. Das fand ich auch sehr gut gemacht. Ja, das ist wahr. Ja, was mir negativ noch aufgefallen ist, war die Abmischung, weil teilweise hatten wir auch Mexikaner im Film, die dann natürlich auch mexikanisch gesprochen haben und da hast du richtig gehört, dass das auf eine ganz andere Tonspur gelaufen ist, als das Synchronisierte. Das war eine ganz andere Tonqualität. Das ist mir noch so negativ aufgefallen. Das ist nur so am Rande. Nun gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Wir vergeben ja immer Punkte und ich würde sagen, also wir vergeben immer Punkte von 1 bis 5 und ich würde sagen, wir vergeben hier heute mal Granaten. Nee, abgezogene Granatensplinte. Alles klar. Wir vergeben 5 abgezogene Splittergranatensplinte. Mein Gott, ist das ein Wort. Was würdest du denn so vergeben? Ja, also ich bin mal gnädig mit dem Film. Er hat ein offensichtlich niedriges Budget und er hat eigentlich auch handgemacht gute Action. Insofern würde ich mal 2... Du darfst auch gern 1,5 oder 4... Ja, 2 bis 2,5 Handgranaten Splinte geben. Aber es ist einfach so ein Film, den ich auch nicht nochmal gucken würde. Also da kenne ich ganz viele andere Actionfilme auch aus dem Low-Budget-Bereich, die wahrscheinlich dann wesentlich besser sind. Aber 2,5, damit kommt der gut weg, der Film, glaube ich. Absolutes Mittelmaß. Ich bin auch bei 2,5, weil er ist im Prinzip von den Tobias-Filmen, wo ich bisher geschaut habe, einer der besseren. Und wenn man sich erinnert an meine letzten Casts, da hatte ich teilweise 1/2 Stern oder 1/2 Punkt vergeben, je nachdem. Und er ist von der Action her und von der Inszenierung her, von diesen Martial Arts Kämpfen, ist er schon schaubar. Von daher würde ich den Leuten empfehlen, die vielleicht so Actionfilme gern gucken, aber nicht unbedingt viel Sinn oder viel, Überlegungen oder Nachdenken dran streben. Für die ist der Film, würde ich sagen. Also für die könnte ich den empfehlen. Aber ich bin da auch bei 2,5 Splinten von Handgranaten, die Frauen und Männer zerfetzen. Da sind wir uns doch einig, ist doch super. Ja, super, freut mich. Nun gut, dann wären wir schon am Ende, Adrian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auf ein baldiges Wiederzusammenfinden. Das hoffe ich auch. Hat mir genauso viel Spaß gemacht. Film zusammen. Und wünsche natürlich den Zuhörern noch einen wunderschönen guten Tag, schöne Nacht oder schönen guten Morgen, je nachdem, wann sie es hören. Klickt auf Likes oder lasst Kommentare da, würde uns sehr freuen, weil damit können wir uns immer nur weiterentwickeln und verbessern. Gut, Adrian, vielen, vielen Dank. Danke dir auch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau in deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!